Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe heute schon voll viel erledigt. Wir haben jetzt, ich glaube, 10:30. Ich habe schon die Wäsche gewaschen. Ach so, muss ich euch zeigen, was wir Neues haben. Also neu. Es ist nicht neu, es ist alt. Warte. Ja. Einmal das Display umklappen. Dieser Stuhl hier, der stand früher bei uns zu Hause. Dann stand der bei uns im Laden und der Smurfy durfte da immer drauf liegen. Das ist von Ikea, so ein Stuhl. Den Bezug habe ich schon abgezogen und gewaschen. Denn ich habe überlegt, das wäre super zum Stillen, dieser Stuhl. An alle, die den kennen, wenn man da drin sitzt, oder die den nicht kennen, eher gesagt, wenn man da drin sitzt, dann ja, kann man den so wippen. Das ist so ein Wippstuhl. Und da dachte ich, das ist für die Kleine bestimmt super angenehm, wenn ich die halt stille oder wenn sie einschläft oder so, dass man da so wippen kann. Und für mich auch super gemütlich mit den Armlehnen. Denn ich habe ja dieses coole Stillkissen hier. Das kann ich so um mich drum legen, um meinen Bauch, und dann lege ich die Kleine da drauf und die Arme kann ich dann quasi hier auf den Armlehnen abstützen. Das stelle ich mir mega gemütlich vor. Hier sind jetzt die Einlagen von dem Stuhl, die habe ich auf dem Laufgitter draufgestellt. Wenn das getrocknet ist, muss ich es wieder beziehen. Und dann habe ich überlegt, diesen riesen Wohnzimmertisch wegzutun oder halt hier raus. Der muss ja nicht weg, der ist ja gut, aber halt hier raus. Und so einen kleinen viereckigen Ikea-Tisch in Schwarz von oben runter zu holen, dass wir halt einen kleineren Tisch haben. Wohnzimmertisch, da steht ja bei uns eh nie was drauf. Und dann könnte dieser Stuhl, auch wenn er farblich jetzt nicht so ganz passt, ja, könnten wir den hier gut drin integrieren. Muss man gucken, wie wir das machen. Weiß ich noch nicht genau. Das sind nur so die Ideen, die ich bis jetzt gesammelt habe. Ich wollte mir jetzt halt nicht extra noch einen neuen Stuhl holen in farblich passend hier. Ich meine, der tut's ja. Und so haben wir ein bisschen Geld gespart. Die Kleine, da mache ich gerade hier ein Experiment. Die ist im Tragetuch und wird gestillt. Und das funktioniert. Also, ich werde immer sicherer mit dem Tragetuch und mit allem. Ich bin da richtig von begeistert vom Tragetuch und schade, dass ich das früher nicht hatte. Also, so kann ich ja selbst, wenn ich spazieren gehe, stillen und muss sie nicht rausholen. Und das ist richtig super und befreiend. Ich war gestern 1,5 Stunden mit einer Freundin spazieren, mit den Hunden, und die hat auch Kinder, mit den Kindern. Aber ihre Kinder sind halt schon ein bisschen größer und die hat auch gestillt im Tragetuch, ihr größeres Kind. Und ich habe es immer schon mal geübt, aber sie hat mir halt nochmal so Ansporn gegeben, das mal weiter zu üben, weil man halt viel flexibler ist, wenn man im Tragetuch stillen kann. Ja, und deswegen übe ich das jetzt und bin begeistert. So, ich muss jetzt die Stoffwindeln waschen unbedingt. Also nicht, weil ich keine mehr habe, die ich benutzen könnte, sondern weil mein Wäscheding hier voll ist. Wir haben ja hier immer die Wäsche sortiert in diesen Dingern von Ikea, diese Kisten. Diese. Und wie ihr seht, die quillen über. Unten sind die ganz großen Kisten und darüber die kleineren. Ich bräuchte mehr von den ganz großen Kisten. Denn wenn die kleinen Kisten voll sind, ist die Waschmaschine noch nicht voll. Ich habe eine 7 Kilo Waschmaschine hier, glaube ich, oder 7,5. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist sie dann noch nicht voll, wenn die kleinen Kisten voll sind. Und ja, da brauche ich größere Kisten für die Stoffwindeln. Ich hatte euch erzählt, dass ich bei PatPat bestellt habe. Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Das war nämlich, ja, man konnte das erst nicht mit PayPal bezahlen oder so. Und ich wusste nicht, ob ich dem Shop vertrauen kann. Und da habe ich noch gewartet. Und dann habe ich es aber doch bestellt, weil da konnte man doch mit PayPal bezahlen. Und ich glaube, mein Paket ist angekommen. Ich habe halt für die Livia Sachen bestellt. So. Oh, die sind aber schon mal richtig schön verpackt, muss ich sagen. Die Tüten, die kann man ja sogar noch gebrauchen. Die sind richtig mit so einem Zipper schön. Und ich glaube, die Sachen, die werden uns richtig gut gefallen. Ich hatte euch erzählt, dass ich für die Livia eine Mütze hatte. Eine, halt, ihr wisst, die Köpfe von den Neugeborenen und Säuglingen, da muss halt eine Mütze drauf, wenn man spazieren geht, gerade jetzt im Februar und März. Und ich habe die verloren und ich hatte jetzt keine mehr. Und hier sind auch Mützen mit drin. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass das jetzt so früh gekommen ist.
Es wäre eigentlich erst am Wochenende gekommen. Und jetzt packen wir mal zusammen aus. Wir haben wunderschöne Sachen da. Ich habe jetzt hauptsächlich für den Sommer bestellt. Guckt euch das mal an. Ich habe halt darauf geachtet, dass die unten zwischen den Beinen zu knöpfen sind, dass man das öffnen kann. Ja, ich fand Avocado, das passt total zu uns. Super, richtig süß. Das ist jetzt allerdings nicht Baumwolle, das ist Polyester. Das wusste ich aber, das steht immer dabei bei PatPat, welches Material das ist. Das ist auch keine Werbung, also ich bekomme da kein Geld für oder so. Die Sachen habe ich ganz normal bezahlt und ganz normal als Kunde bestellt. Oh, schaut euch das an, das ist richtig toll. Da wird der Bernd richtig Spaß haben. Daddy's Little Princess, ein Kurzarmbody, 3 bis 6 Monate ist das die Größe. Dazu ist dann diese Hose. Ich mag die so sehr, wenn die so ein Bündchen haben am Bauch. Es ist immer so gemütlich. Also so ist es dann quasi. Boah, wie groß das schon ist. Und da ist dann auch eine Mütze bei, wie ihr sehen könnt. Und so ein süßes Stirnband. Das, ist das nicht süß? Cool, ich freue mich voll über die Sachen. Smurfy, geh mal weg. Und vom Preis her sind die echt unschlagbar. Also dieses Set jetzt mit Body, Hose, Stirnband und Mütze hat jetzt 4-5 Euro gekostet. Also ja, da kann man nicht so viel falsch machen eigentlich, würde ich sagen. So, dann haben wir einmal einen Langarmbody. Isn't she lovely? Ist sie nicht süß oder so? Ist sie nicht lieb? Und dazu ist dann diese Hose. So, und die kann man dann hier so, da kann man eine Schleife reinmachen. Zack. Und dazu gibt es auch ein Stirnband, wenn man es möchte. Muss man ja nicht, ist aber dabei süß, oder? So senfmäßig. Und mit Rüschen voll toll. Ja. Mir fehlt es halt so ein bisschen, hier jetzt shoppen zu gehen. Ich bin zwar nicht so der Typ, der shoppen geht eigentlich, aber jetzt, also früher als Calvino klein war, wenn ich für den Anziehsachen gekauft habe, dann war immer eine Mini-Ecke Jungsachen mit Blau und Türkis. Und manchmal noch bunt. Ich habe immer bunt bevorzugt, weil blau ist so gar nicht meine Farbe. Und Mädchensachen war immer alles voll. Der ganze Laden schien voll mit Mädchensachen mit Glitzer und so. Und da habe ich immer gesagt, boah, wenn ich mal ein Mädchen bekomme, dann freue ich mich so sehr aufs Mädchensachen-Shoppen. Ja, und jetzt ist alles zu und es bleibt nur Online-Shopping. So, dann habe ich das hier. Das ist auch sehr sommermäßig. Das ist so süß. Das ist auch hier unten zum Knöpfen wieder. Und hinten ist es so rückenfrei. Das hat halt nur die Träge. Das ist richtig für den Sommer dann, ne? Wenn man halt richtig warm hat, ist das richtig süß, dachte ich, wenn die so auf der Wiese liegt und so. So. Dann haben wir einen Kurzarmbody in Flieder. Dazu gibt es dann diese Hose, so eine kurze, auch für den Sommer, so gerade über die Windel drüber quasi. Und ein Stirnband, wenn man möchte. Also ich glaube, das ist jetzt für ein Foto ganz lustig, aber warum soll man dem Kind so ein Stirnband ummachen? Ich glaube, das ist ein bisschen ungemütlich. So. Nächste. I'm my daddy's world. Nein, I'm my daddy's girl and my mommy's world. Dieser Body. Dazu dann diese Hose. Nochmal eine Mütze. Jetzt hat sie 2 Mützen zur Auswahl. Und ein Stirnband nochmal. Diese Stirnbänder ergeben ein bisschen mehr Sinn als dieses andere hier. Als dieses. Weil die halt breiter sind. Damit kann man die Ohren noch ein bisschen schützen. Aber dieses ist ja wirklich nur so ein Gummi. Ja. Also ich finde die Sachen super. Die sind auch jetzt nicht so dünn, wie ich gedacht hätte. Also es ist Baumwolle, die Bodies, so wie es auch stand
im Internet. Also bis jetzt finde ich sie gut. Man, natürlich muss man schauen, wie es ist, wenn man es ein paar Mal gewaschen hat und so. Aber für 4, 5 Euro, ja, kann man da jetzt echt nicht meckern, finde ich. Die sind so süß. Ich freue mich so, wenn man ihr das anziehen kann. Und das hier habe ich auch bestellt. Das wollte ich ausprobieren. Das ist fürs Spülbecken. Da kann man die Schwämme reinmachen. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich zeige euch unsere dreckige Spüle. So, weil wir immer nicht wissen, wohin mit den Schwämmen. Ne? Und dann legt man die hin und dann geht mir das auf Keks. Entweder da oder man könnte es ja sogar hier bei uns hier oben drauf machen. Das finde ich, glaube ich, noch besser, weil dann kann das Wasser direkt so... So, wir haben nämlich immer so einen Schwamm. Das ist für diese Pfannen, die wir bei IKEA gekauft haben, die ohne Beschichtung sind. Und die rosten, wenn die liegen und das Wasser bleibt da drin stehen, dann entsteht da Rost und das finde ich doof. Und dann holen wir hier noch einen neuen Schwamm, weil ich euch den hässlichen nicht zeigen möchte, den wir haben. Den muss ich auswechseln. So, und der kommt dann auf die Seite. Hoppala. Ja, muss man gucken, ob es für den Alltag taugt, ne? Ich finde es jetzt so ganz gut. Muss man gucken, ob es besser hier ist oder hier, wie es einem besser gefällt und wie es läuft. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und bei PatPat fand ich jetzt auch toll, dass man halt ab 30 oder 32 Euro keinen Versand mehr bezahlen muss. Und das war echt schnell da jetzt, ich glaube 10 Tage. Was ich allerdings nicht weiß und nicht rausfinden konnte, ist, wie es läuft, wenn man was zurücksenden möchte. Ich habe da versucht, in den AGBs zu lesen, aber konnte ich nicht herausfinden. Und hier steht jetzt so ein Lieferschein. Hier steht, wie man das zurückgeben kann. Nach PatPat online kann man gucken. Dann muss man das halt zurückschicken. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, wie das läuft dann so genau. Also man geht halt online auf diese Seite und muss halt sagen, man möchte was zurückgeben. Und man bekommt dann halt nicht das Geld wieder, so steht das hier, sondern, keine Ahnung, vielleicht einen Gutschein oder die Sache nochmal in einer anderen Größe oder wie auch immer das läuft. Da ich ja jetzt hier alles behalten möchte, ja, ist das für mich eh nicht relevant. Und ich freue mich super doll, dass wir jetzt wieder Mützen haben für die Maus. Das ist so süß, das passt richtig gut, weil das ist noch ein bisschen groß. Kacke ist das. Dann ist das nicht so eng am Gehirn. Die hat ja auch ein großes Gehirn, wie der Papa. Erzähl mal von der Urlaubsplanung. Ja. Chaotisch. Ich hatte das schon... Alles hin und her und her und hin. Wir wollten ja erst nach Ungarn und dann wegen Einreise und Quarantäne ist das halt voll doof. Man weiß es ja auch nicht, wie sich das noch entwickelt. Also Osterferien müssen wir dabei sagen. Uns ist spontan eingefallen, dass dann bald... Dann haben wir das Centerparks eventuell. Vielleicht geht das, aber Holland. Ist ja alles zu. Dürfen wir zwar hin, aber Schwimmbad ist zu. Deswegen fällt das wohl auch jetzt wohl flach. Na, ich weiß nicht, aber dann 15 in Holland entschieden wird. Ja, und jetzt haben wir gesagt, dann fahren wir wahrscheinlich jetzt eine Woche on the East Sea. Ja, mal gucken. Je nachdem. Wir überlegen noch, was wir, ob wir zur Ostsee fahren sollen. Wir haben halt Ostsee war natürlich am günstigsten. Dann können wir halt bei Freunden unterkommen, kostet nichts, nur Sprit. Ja, na? Aber wir haben auch überlegt, Holland, also, Moment, Center Park wäre total praktisch gewesen, weil das ist nur eine Stunde Fahrt. Ja. Ne? 15. Ungefähr, ja. Aber Ostsee ist ja auch noch nicht so weit. So zum Reinkommen, zum Üben ist das nicht so weit, ne? Ja. Okay, du hast geschafft. Das steht dir super. Und für den Eti. Und den Eti willst du eine Kiste packen, ganz böse und brutal reinstopfen. Das ist nicht böse und brutal. Der hat eine Hundekiste. Mir tut das so leid. Der hat eine Hundekiste und ich habe gesagt, für, weil das ist dann eng im Auto, ne? Jetzt mit... Livia, Smurfy, Calvino, dann will er noch eine Freundin oder einen Freund mitnehmen. Oder mich. Ja, du bist ja eh dabei. Ja, und deswegen muss der Smurfy in eine Hundekiste für die Fahrt. Was wir natürlich erst üben. Und den dann nicht einfach da reinmachen. Wir fahren gleich zum Beispiel zur Hebamme, zum Hallo sagen und wiegen und messen. Und dann kann der Smurfy in die Kiste, hinten im Kofferraum. Ich will das nicht, Etty. Du bist doof. Wir haben nämlich unser Auto reinigen lassen für 70 Euro. Aussaugen lassen, waschen lassen. Ja, sofort. Ich erzähle das eben. Okay. Und deswegen, dann sind da nicht so viele Hundehaare im Auto. Schreibt mal eure Gedanken dazu in die Kommentare, bitte. Also, wir sind von der Hebamme zurück. Smurfy, runter da. Runter. Und ich wollte euch erzählen,
dass es super geklappt hat mit dem Smurfy im Auto. Also, dass er halt hinten in der Kiste mitgefahren ist. Der hat einfach geschlafen. So wie ich es prophezeit habe. Und der Bernd hat sich so einen Kopf gemacht. Der arme Smurfy. Jetzt wird er verstoßen. Wird er ja überhaupt nicht. Es ist alles gut. Oh, ein bisschen dunkel, ne? Ja, also das hat super geklappt und das ist wesentlich angenehmer, wenn er da jetzt mitfährt. Was ist hier los? Was ist hier los? Da ist die Maus. Weil wir ja das Auto haben reinigen lassen für 70 Euro mit außen und innen und alles. Und da sind keine Hundehaare jetzt mehr drin. Und das ist so schön. Und jetzt, wenn er halt mitfährt, dann sind die Hundehaare hinten drin, in seiner Kiste und im Kofferraum und nicht mehr vorne, alles voll. Und wenn wir von der Hundewiese kommen, der ganze Sand und so. Und er kann da ruhig mal hinten mitfahren. Es geht ihm gut, der ist da sicher drin und alles super. Ich bereite jetzt gerade hier den Teig vor für unsere, hier, Lamacun. Haben wir aufgetaut. Das ist diese Flüssigkeit für türkische Pizza. So eine Tomatensoße mit Hackfleisch und sowas. Ich mache jetzt Hefeteig. Bernd ist noch eben einkaufen. So. Ja. Mausi. Und ja, ich zeige euch nachher mal die fertige Pizza. The future is all to see. Ich bin Mola Maus und halt meine Eltern bei Laune. Das soll ja auch nicht langweilig werden, ne? Ich mach mit euch, was mir gefällt. Ihr könnt mich mal am Poppes küssen. Hier ist jetzt die türkische Pizza frisch gebacken. Die wird dann belegt, je nach Wunsch, wie man die haben möchte. Hier haben wir noch veganes Gyros. Bernd hat schon alles vorbereitet. Krautsalat, Peperoni, Zwiebel, Feta-Käse, Tomate, Gurke, Tzatziki. Tzatziki. Nee, die hat nichts anderes. Ja, kein Creme Vega heute für uns. Nee, ich esse dann ohne. Für die Alvira. Hui! Das will sie ja nicht sehen. Die will ja dich sehen, hui. Ja, geht nicht. Was mit Rasieren fällt aus? Fällt aus, wegen ist nicht. Ist nicht. Mir läuft die Kotze. Nein, an, das ist Sabba. Die Sabba trennt. Nimm doch das Spucktuch. Etti, wir gehen gleich. Ja. Die sagt, die Mola, die molt so gern. Ja, ich muss jetzt hier ausrollen, den Teig. Ja. Ich glaube, ihr kennt das jetzt schon. Ich schneide gerade das Video von gestern und ich habe, wie in den letzten Tagen, immer wieder vergessen, das Video zu beenden. Und ja, das wollte ich hiermit nachholen. Danke fürs Zuschauen und bis morgen!